Your Gaming Specialist with Killer Prices. Moin Freunde, wieder eine entspannte Runde PlayerUnknown's Battlegrounds mit Marco natürlich mal wieder mit dabei. Was geht? Ne? Und wir haben uns schon unseren Punkt ausgesucht, da flitzen wir jetzt gerade hin. Ich weiß gar nicht, haben wir Gesellschaft? Sieht aktuell nicht danach aus, ne? Es geht. Ja. Ist das jetzt das unter uns schon oder noch einen weiter? Ja, das hier direkt vor uns, der zweite Bereich. Ah ja, wunderbar. Ja, letzte Runde, wer es gesehen hat, war actionreicher, aber ein bisschen kürzer leider. Ich weiß nicht, wir sind nur 26. Platz geworden. Ist ein bisschen low gewesen, aber dafür war die Runde witzig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal einen raushauen. Ich muss sagen, hier war ich noch nie. Oh, ich auch nicht. Aber ich glaube, wir sind hier alleine. Die meisten sind da vorne über der Stadt abgesprungen, tatsächlich. Und bei dem Lager. Ey, da sind bestimmt 8, 9, 10. Übrigens sind bei uns in der Nähe schon direkt welche abgesprungen. Okay, also hier ist echt mal eine fette Villa. Boah, jetzt habe ich erstmal eine Gasmaske. LOL! Hier ist einer! Hilf mir! Hilfe! Ich habe eine UMP, Komm, ich komm zu dir, hilf mir! Ich bin draußen auf dem Hof! Der rennt hinter mir her! Kill den! Wie abgehauen ist der Ficker! Nice one, danke, du hast mir den Arsch gerettet. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der ist einfach hinter mir hergelaufen. Ich brauche auch eine Waffe. Ey, ich würde sagen, wir müssen den jetzt stürmen, eigentlich. Ja, tu es, hol den mal, der hat nur eine, weil ich kann nichts machen, ich habe keine Waffe und gar nichts. Nichts, nicht mal eine Pistole. Der hat nur ein Brecheisen gehabt, mehr nicht. Hatte. Ja, okay, kann natürlich sein, dass er jetzt eine Pistole hat, aber... Ich hätte auch eine Schrotflinte gefunden. Ach, da ist eine Waffe. Ja, nice. Okay, jetzt kann ich dir helfen. Ach, und hier ist noch eine Mikro-Uzi. Nice. So, okay, bin unterwegs. Ich helfe dir. Nice, kill ihn einfach. Sein Mate kommt. Nice! Das war sein Mate, der ihm helfen wollte. What? Noob. Easy. Easy Game. Die war schön belohnt. Direkt am Anfang schon mal eine schöne Killrunde hier, ey. So gefällt mir das. Da ist noch eine Polizeiweste. Wunderbar. Ja, das läuft doch schon mal besser hier. Schrotflinten, bla bla bla. Hast du da oben noch was Gescheites gefunden? Nur eine Leiche. ACP-Munition. Okay. Scheiße, die 1911, die hatte ich schon. Naja, egal. Aber ich kann... Das können wir hier aber in Ruhe alles angucken, das ist das Schöne. So, Mündungsfeuerdämpfer, Schalldämpfer. Ja, stimmt. Ich habe die aber auch null gesehen. Aber die sind... Ich habe auch so viel bekommen. Also einer ist auf jeden Fall im Wald gelandet. Und, oder zwei. Und ich glaube, das sind die gewesen. Die sind dann hier hingerannt. Die kleinen Spackos. Du warst auch so ein bisschen überrascht, oder? Ich war sehr überrascht, ja. Weil der stand halt auf einmal vor mir. Und ist mir mit der Brechstange hinterhergelaufen. Das war halt sehr geil, dass du ihn abgewehrt hast. Und das hat mir echt hart den Arsch gerettet. Ey, ich habe echt Glück gehabt, dass ich auf dem Balkon eine UMP plus der M4 gefunden habe. Ja, ich gehe mal zu dem Haus da oben auf dem kleinen Hügel, ne? Sofern die noch da ein, nicht willst du eine Armbrust haben? Ich denke mal nicht, ne? Nee, mit so einer Scheiße kann ich nichts anfangen. Einfach Suche her. Liegen noch Rucksäcke, wenn du hier brauchst. Einer und Zweier. Ich habe eine M416 gefunden. Und eine Bratpfanne. Nice. Party tischt aus, Player nur ein Battleground Edition. Ja, Mann. Mit der Bratpfanne kann ich aber wieder ein bisschen was anfangen. Das ist Schnellwechselmagazin. Kann ich damit was. Okay, ich kann den Haltegriff draufpacken. Ah, nee. Hm. Mündungsfeuerdämpfer leider nicht, aber das Magazin. Nice. Guck mal hier ist noch mehr. Kaliber 45 Munition. Da sage ich auch nicht mehr zu. Aber ansonsten ist das die Ausbeute. Ey! What the fuck? Aus dem Haus gewesen. Ja, das war's. Wie sieht das denn aus? Wir sollten vielleicht mal los. Bald in Bewegung setzen, ja. Ja, oder? Haben wir hier... Ich hoffe nur, dass ich noch Muni finde, weil ich habe leider nicht so viel Munition für meine Waffe. Hm. Wenn wir eh in die Richtung müssen, kann man ja auch noch mal ganz kurz in das Haus da drüben reinschnuppern. Vielleicht finden wir da auch was. Hm.
Nichts. Nichts ist in diesem Haus. Und hier ist jetzt auch nicht der geil. Vielleicht so ein bisschen Heilung irgendwie wäre mal ganz geil. So ein paar Verbände oder so. Ich habe 10 Verbände. Ich habe hier übrigens noch eine AK gefunden, ne? Falls du die haben willst. Brauchst du die nochmal für Munition? 762. Ja, dann nehme ich sogar fast die, meine andere. Weil, nicht so viel. Weil hier nämlich, hier liegen auch zwei Magazine noch dafür. Aber dafür noch. Das habe ich schon wieder eine Dafür nehme ich die altmodische Baseballmütze. Ja? Also, das bisschen was für mich muss ja auch übrig bleiben. Und ich finde mir gleich irgendwie ein Auto oder so. Ist oben drin. Ich glaube, mir liegt noch eine Weste. Nee, ist ein Rucksack. Mist. So. Ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir gesagt, in dem Spiel gibt es gar keine M4. Das stimmt ja gar nicht. Labert doch nicht so ein Bullshit, wenn ihr keine Ahnung habt. Doch, es gibt die M16 und die M4. Und ja, eben. Glaube ich, vertauscht. Ja, ich habe die M4 und ich habe jetzt die M416, aber es gibt doch noch eine M16A noch was, wenn ich mich nicht irre. Glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Die M16A noch was habe ich gerade. Weil die M4 hat nämlich so ein offenes Visier hier, was ich persönlich sehr viel geiler finde. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir hier nicht abgeknallt werden, denn letztes Mal, als wir privat gespielt haben, war das so, dass wir uns auch hier in so einem Gebiet mit zwei Leuten gefetzt haben und dann wollten wir einfach hier rausrennen und dann saßen die irgendwo hinterm Baum und haben uns weggefickt. Weil sie halt die Schüsse gehört haben, die Penner. Lass uns mal hier so links rum so einen Bogen laufen, dass wir nicht so nah an der Stadt vorbeilaufen, weil da sitzen sie meistens halt in den... Hier gibt es eine Stadt? Ne? Achso, da hinten die Stadt. Ja. Da sitzen sie nämlich häufig im Kirchturm und snipen. Lass doch nochmal kurz gucken, ob wir hier oben vielleicht mit Glück ein Auto finden. Achso. Oder auch ein bisschen leise, weil könnte ja jemand sein. Wäre ja ein bisschen ärgerlich. Können wir machen. Aber ich könnte dann mal die Uzi auf Auto stellen. So. Falls nämlich in dem Haus einer drin ist. Wie ist hier unten offen? Ist das offen? Ja. Oh ja. Da sollten wir dann vielleicht ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, hier ist kein Auto. Ja, wenn hier offen ist, haben die ja wohl auch schon genug gelootet. Hier liegt noch 556er Munition. Ja, nice. Brauche ich nicht. Ja, die brauche ich. Stimmt. Hier oben ist die Tür aber zu. Ja, dann wäre ich skeptisch. Warte, ich gucke. Hier ist keiner. Und hier ist ein Stufe 2 Rucksack, den ich jetzt einfach mal mitnehme. Und hier ist auch keiner drin. Ja. Ist aber leise. Nee, doch nicht. Oder die haben sich hier wieder hingesetzt. Nee, ich höre nichts. Hat sich da was im Busch versteckt? Nee, das war nur eine Fliege. Okay. Ja, komm, lass mal weiter, sonst müssen wir uns gleich wieder so beeilen irgendwie. Ich sehe jetzt hier auch nichts weit und breit. Oh. Dann marschieren wir mal weiter. Boah, jetzt wieder so über so ein offenes Feld, ey. Sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? Ah, vor allen Dingen ist das noch voll weit. Ja, das Ding ist, wir brauchen auf jeden Fall einen fahrbaren Untersatz. Damit wir einfach mal so ein bisschen reinfahren können. Weil sonst hangeln wir uns von Haus zu Haus irgendwie. Und da vorne ist ein Motorrad, ja. Fährt gerade weg von uns. In welche Richtung fährt der? Ach, da hinten. Ja, die fahren halt in den Kreis rein, ne? Ist der stehen geblieben? Nein. Vielleicht haben sie auch nur das Motorrad genommen, da steht vielleicht noch ein Auto. Weil ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas Sinnvolles ist. Nee, eben. Ich höre ein Auto. Hörst du das? Ja. Da ist es, da hinten. Nicht bewegen. Ja, das bringt nichts, da drauf zu schießen, das ist... Nee, dann ein Schild, Panik und vielleicht hört uns noch jemand anders. Ja, eben. Haben wir gehofft, dass die vielleicht sich mit dem Motorrad treffen. Ja, irgendwas. Dann haben wir danach ein Motorrad oder ein Auto. Schuckschüsse. Von wo? Ich glaube, da hinten beim Haus. Die haben bestimmt aufs Auto gefeuert. Oh, dann müssen wir mal ein bisschen aufpassen.
Weil wenn da vorne bei dem Haus tatsächlich jemand ist. Oder aber. Da! Ja. Nicht drauf. Also ich hab ein Visier. Da ist der andere. Da ist der andere. Der ist ins Haus gelaufen. Ich versuche hinter den Baum zu rennen. Da ist auch ein Motorrad. Ja, das war das, wo wollte er gerade draufsteigen. Ja. Die holen wir uns jetzt. Oh, scheiße! Oh, die Wand! Oh, ficken. Oh nein, warum denn jetzt schon? Und da draußen laufen sie. Komm, wir schnappen uns das Motorrad. Komm! Statt du das Motorrad und fahr zu mir. Nein! Mann, diese dumme Scheiße! Das ist es halt, wir sind einfach viel zu weit draußen gewesen. Mann, so eine Ficke! Jeder steht rechts um die Ecke. Jedes Mal die gleiche Scheiße, wie schnell die Mauer kam, ey. Oh, lol. Alter, der ist rechts um die Ecke da, aber Schrotflinte. Ja, ja. Yep, da hast du keine Chance gegen. So eine miese Scheiße. Da könnte ich brechen, und zwar ins Essen. Ja, Freunde, war eine kurze Folge. Machst du nix. Eine bescheidene kurze Folge. Ja, eine bescheidene kurze Folge. Ja, aber machst du nix, ey. Eine Runde, wir machen eine Runde, solange sie nicht 4 Minuten lang ist. Wir hatten immerhin... war das diese Runde, wo der Typ mich am Anfang verfolgt hat? Ja. Ja, Mann, siehste, war doch also auf jeden Fall ein bisschen was Witziges mit dabei. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Rein. Tschüssi.